Herzlich willkommen zu meinem 12. Video aus der Reihe zu Shotcut. Da geht es jetzt ums Exportieren und was man da beachten sollte, wenn man Videos zu YouTube heraufladen sollte. Vorweg mein Hinweis: Wenn du grundlegende Basics zu Shotcut suchst, das heißt, wie man ein Video schneidet und dergleichen mehr, dann schau dir doch das erste Video aus meiner Videoreihe zuerst an. Aber jetzt nochmal zum 12. Video mit dem Export. Ich fange hier wieder an mit meinem Projektnamen. Wähle hier 12, hier war das 12. Video, fangen hier an mit HD 1080p 50 fps als Videomodus. Ich klicke auf Los, ich hole mir wie üblich hier die Dateien, wenn hier importiert, ich klicke auf Öffnen, Musik beginnt, das heißt das erste Video hier oben in meiner Wiedergabeliste wird abgespielt, das kennst du ja schon von Shotcut. Ich füge eine Audiospur ein und zwei Videospuren. Die MP3-Datei hole ich mir gleich herein, schiebe sie gleich an den Anfang. Ich stelle wieder alles stumm, damit das Schneiden dann etwas ungestörter abläuft. Dann hole ich mir hier da oben zum Beginn vielleicht, ich kürze es ein bisschen, hier dieses Foto herein. Hole mir dann meine Erklärungsdatei. Siehst schon, es geht hier um Videocontainer und so weiter. Hole mir dann in einer eigenen Videospur hier diese MP4-Datei. Und da siehst du schon, dass sie diesmal etwas länger ist. Ich zoome wieder und hole mir dann die entsprechende Grafik, das Foto zum Abschluss dann wieder herein. Ja, ich beginne wie immer mit dem Hinweis auf das Thema unseres Videos. Ich klicke wieder auf Filter, wähle hier entsprechend dann das hier aus, nämlich das erste Bild. Klicke hier rein, mache Text einfach und füge jetzt hier ein das Thema, und das Thema lautet so gesehen ja ganz einfach, nämlich Video exportieren. Darum geht es ja. Wie sollte ich das natürlich jetzt überschreiben? Video exportieren. Du weißt, ich mache immer komplette Videos. Ja, füge es jetzt ein, da passt das ganz gut hin, und wir kommen schon zur Erklärung dessen, was wir hier brauchen. Ja, ein MP4-Video, und das wollen wir hier produzieren. Wenn du diesen Lehrgang durchgemacht hast, hast du es ja gesehen, wir haben wieder MP4-Videos hergestellt. Dieser Container, der also alles aufnimmt, nämlich Audio und Video, dieser Behälter, wird Videocontainer bezeichnet und hat bei uns hier die Dateinamen Erweiterung hinten Punkt MP4 und ist eben vom Format MP4. Und man kennt eben an der Dateinamen Erweiterung, dass es ein MP4-Video ist. Das Spannende an der Sache ist, und warum das Ganze funktioniert, sind die sogenannten Codecs. Das heißt, die Art und Weise, wie ich die Daten mit Hilfe des Codecs dann hineinspeichern kann und wieder herausholen kann. Das heißt, es gibt verschiedene Codecs, verschiedene Arten, wie ich sie hineinspeichere, wie sie kodiert sind, in welcher Reihenfolge diese einzelnen Daten in dieser Datei drinnen stehen. Und dann interessiert uns das erste einmal der Videocodec, und der ist bei MP4 wird der H264 genannt, H264, und da gibt es verschiedene Auflösungen. Was ist eine Auflösung? Wir sehen einmal hier zum Beispiel beim sogenannten 4K UHD 3840 in der Breite, also waagrecht, und senkrecht vertikal haben wir 2160. Das heißt, in einem Bildschirm, der 4K darstellt, müssen dementsprechend so viele Bildpunkte, das sind nämlich die Pixel, immer wiederum gleichzeitig dargestellt werden. Und die Bitrate gibt an, wie viele Informationen auf diesem Monitor, auf diesem Fernseher dann pro Sekunde dann dargestellt werden können. Das heißt, wenn es ein sehr schneller Fernseher ist, habe ich eine sehr hohe Bitrate. Damit wiederum hängt auch zusammen dann die Framerate. Das heißt, wie oft in einer Sekunde dann letztlich dann immer wieder neue Bilder eingeblendet werden können. Man sagt nämlich, das menschliche Auge schafft es, ein zusammenhängendes Bild eben zu sehen, wenn man 24 Bilder, du kennst es noch aus dem alten Daumenkino, das heißt, wenn du so Blätter durchblätterst, sollten es 24 Bilder sein, um dann wirklich ein schönes Bild zu haben. Heute ist man bei den Fernsehern schon sehr weit und man hat dann unterschiedliche Frameraten, zum Teil bis 100 schon. Wir verwenden hier bei uns in unserem Projekt hier immer 50. Und je höher die Framerate ist, umso geschickter ist es dann, wenn es sehr schnelle Bewegungen gibt. Das heißt, wenn du ein Standbild hast und du hast einen Baum, der ganz leicht sich bewegt, das heißt, die Blätter sich bewegen, dann würde theoretisch auch eine geringere Framerate möglich sein, um immer zu einem schönen Bild zu kommen. Ich aber ein Sportevent habe,
wo eben sich die Sportlerinnen und Sportler eben sehr rasch bewegen, dann ist eine hohe Framerate angesagt. Das gleiche bei Autorennen und dergleichen mehr. Dann heute gebräuchlich ist bei vielen eigentlich noch HD mit einer Auflösung von 1920x1080 mit einer Bitrate von 8 Megabits. Also es ist auch die Auflösung HD wieder auch vielfach bei dementsprechend bei YouTube-Videos häufig auch verwendet, obwohl zunehmend mehr 4K eben dargestellt werden. Ein Vorgänger von HD ist HD Ready mit entsprechend geringerer Auflösung. Und wenn du dich vielleicht noch an ältere Röhrenfernseher erinnerst, diese großen, ja, dicken Röhrenfernseher, die hatten nur eine Auflösung von 720. Das heißt, wir sind ja schon weit, wir sind schon über das Fünffache, dann haben wir schon eine waagrechte Auflösung, wenn wir uns 4K anschauen und mehr als das Doppelte, wenn wir HD anschauen. Also die Bilder sind schon viel schärfer geworden mit der Zeit. Die Frage ist halt dann, wie lange das menschliche Auge dann dieses Wachstum an Auflösung dann überhaupt noch mitbekommt. Aber bei zwischen HD zum Beispiel und älteren Röhrenfernsehen merkt man einen sehr deutlichen Unterschied. Codecs gibt es auch beim Audiobereich, das heißt bei den Tönen. Da kommt es auch darauf an, wie oft dann pro Sekunde dann die Informationen einmal abgespeichert werden und dann wieder abgerufen werden. Und man hat hier beim klassischen Stereo, wenn man das einstellt, beim Video, beim Export hat man 48 Kilohertz und bei 5.1 hat man sogar eine Abtastrate von 96 Kilohertz. Das heißt, je mehr Abtastrate man hat, grob gesagt, stark vereinfacht, umso klarer ist dann auch der Klang, weil ja mehr Informationen dann auch übertragen werden. Ja, das waren jetzt hier eigentlich schon die Basics und ich kann eigentlich dann dieses Video mehr oder weniger so belassen, weil ich ja jetzt hauptsächlich diese Basics hier wieder gegeben habe und kann mir eigentlich dann im letzten Video es dann hier beim letzten Punkt mir dann gönnen, dir als Filter dann natürlich dann wieder zu nehmen. Text einfach. Und jetzt nicht einfach nur danke für die Aufmerksamkeit, sondern diesmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Merksamkeit. Ja, ich hoffe, du hast da jetzt einiges mitnehmen können zu Shotcut, diesem tollen Videoschnittprogramm. Und wenn ich jetzt hier auf Exportieren, Standard YouTube klicke und du weißt, dass dementsprechend hier die Einstellungen von Shotcut schon vorgenommen wurden, die wir gerade hier besprochen haben, dann weißt du auch, was Shotcut mit den entsprechenden Encodern und Codecs dann noch leistet. Ja. Mit dem Datei auf Exportieren, lande das Video auf der Festplatte und dir sage ich ein Wiedersehen bei einem anderen Thema. Bis zum nächsten Mal. Danke für die Aufmerksamkeit.